Hallo Freunde, willkommen zurück zu RimWorld. So, ich habe offscreen ein bisschen was gemacht. Ich habe es weiterlaufen lassen. Hier wurden inzwischen diese ganzen Trockenpumpen abgebaut. Ich habe die Mauer in Auftrag gegeben. Und nein, die Mexikaner werden nicht dafür bezahlen. Demnächst können wir hier auch noch den Dachbereich fertig machen, dass die Pflanzen hier raus sind. Wird soweit alles gut. Die Küche macht riesen Fortschritte, wie ihr seht. Die ist schon fast fertig. Da fehlen jetzt noch ein paar Lampen. Ich habe auch schon die Aufgaben hier reingedrückt. Demnächst werden wir dann hier drüben den Kram abreißen. Die Schlachterei zieht schon um hier rüber. Mit dem Platz hier unten muss ich mal sehen, wie ich noch umgehe. Ich habe schon ein, zwei Ideen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt in der Episode noch was wird. Ich hole euch dazu, weil ich versprochen habe, wenn ich es offscreen laufen lasse und es passiert irgendwas einigermaßen Wichtiges, dann starte ich die Aufnahme und ihr seid mit am Start. Und ja, wir werden überfallen. Und zwar sieht so aus, als wäre da Verwandtschaft dabei. Die Geiermänner, da ist ein Großonkel von Gaka und von Graue dabei. Sind eine ganze Menge Leute. Und der da sieht aus, als hätte er Splittergranaten dabei. Das gefällt mir gar nicht. Das ist eine ziemlich monströse Truppe. Da wollen wir doch mal gucken, ob wir das irgendwie überstehen. Ich bin im Moment ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ah, ich komme aus zwei Richtungen. Alles klar, die greifen hier an und werden wahrscheinlich dann... sich hier durchsprengen wollen. Yep, da geht's schon los. Rere. Bitte hier hin. Und Leo. Bitte hier hin. Der hat's hinter sich. Unsere Stromprobleme erleichtern's gerade nicht unbedingt. Gaka, ich glaube, wir brauchen dich. Und zwar, wenn es geht, hier. Haben wir noch andere Nahkämpfer? Lass mal ganz kurz gucken, wie sieht's aus. Nahkampf Gaka, Nahkampf Zack, schläft Chris und Pinky. Chris. Fischer angreifen und Pinky. Den da angreifen. Kaninchen kann gerade nicht viel machen. Eiko. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hier ist ja der Teufel los. Ja, Graue, ich finde es hier wirklich fantastisch, wie du hier die Ruhe weg bist. Nein, viel wichtiger als den gefangen zu nehmen wäre... hier drüben vielleicht ein paar Leute niederzumachen. Das wäre ganz toll, wenn du das
schaffen könntest. Okay, von allen Leuten, die zurzeit entführt werden, ist Rehe, glaube ich, die einzige. Alle anderen Leute müssten noch irgendwie verfügbar sein. Lass mal kurz gucken. Rehe wird entführt. Gaka liegt hier. Kane liegt hier im Eingang. Chris liegt daneben. Dimi liegt auch hier. Leo liegt dort. Aiko liegt hier. Der Rest ist noch aufrecht. Das heißt, wir müssen nur Rehe retten. Pinky, Eduard, ihr beeilt euch besser, sonst werde ich richtig zickig. Oh, knapp. Kommt schon. Der flüchtet mit Rehe. Ihr könntet ihn vielleicht. Nicht der Granitbrocken. Okay, läuft. Rehe retten. Pinky. Läuft soweit. Der ist hinüber. Das interessiert mich nicht. Okay, wir haben alle Leute noch hier bei uns. Das ist schon mal ein Anfang. Das heißt, als nächstes müssen wir schauen, dass wir Leute retten und vielleicht ein paar Kühe schlachten. Ein paar ist gut. Ich glaube, da haben wir unsere gesamte Aufzucht verloren. Und Rere haben wir auch verloren. Ist ja Mist. Blutverlust. Okay. Zack, kannst du vielleicht Aiko retten? Das wäre eine ganz tolle Idee. Sorry, aber Leute vor Kühen. Gaka tot. Fantastisch. Ich meine, ich finde es ja wirklich toll, dass die Leute sich so hingebungsvoll um die Kühe kümmern, aber wie wäre es vielleicht mit den Leuten hier? Das ist nicht okay. Leo liegt im Krankenbett, das ist okay. Kane ist auf dem Weg. Chris liegt im Krankenbett. Aiko liegt im Krankenbett. Die Kühe, so blöd das gerade auch ist mir vergleichsweise egal. So, wie sieht's aus? Kriegen wir die Leute irgendwie durch? Das sind alles nur Prellungen und Brüche, keine direkten Blutungen. Extremer Blutverlust, aber alles behandelt. Aiko könnte überleben. Keine Blutungen. Keine Blutungen. Blutverlust extrem, aber alles behandelt. Leichter Blutverlust, alles behandelt. So, da wird Kaninchen ziemlich am Boden zerstört sein, da Gaka tot ist und Rehe ist auch weg. Wundinfektion, Leo. Mit sowas war zu rechnen. Oh Junge, das wird super hässlich. So, graue. So, wollen wir mal gucken, was ist richtig gut Bergbau. Aber ehrlich gesagt, habe ich gerade kein Interesse daran, die Leute zu retten. Ich habe andere Sorgen. Wir haben gerade kein Krankenbett frei. Hier unten ist kein Krankenhaus mehr.
Und hier oben sind alle Betten leider gerade belegt durch den Kram, den die Leute hier angestellt haben. Was soll das denn jetzt bitte? Warum liegt Gakas Leiche auf dem Vitalmonitor? Okay. Dini? Linkes Ohr taubheit, rechtes Ohr taubheit, Oberkörper gebrechlich. Ach du Schande. Ja, damit ist Dini dann taub. Taubdoof. Das wird super. Puh, okay, ziemlich harter Überfall. Das heißt, für mich, unsere Verteidigung ist noch nicht so gut, wie sie sein könnte. Hier oben hat es einen Turm zerrissen. Und ich bin fast froh, dass ich die hier an die Außenwand gesetzt habe. Die Mauer hält die Explosion zwar erstmal aus, aber... Ja, hätte besser laufen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahnsinnig viele Kühe tot. Auch nicht toll. Gibt allerdings auch eine Menge Fleisch. Vorausgesetzt, man transportiert das Zeug dann richtig irgendwann. Oh Junge, fängt ja richtig gut an. Was ein Glück, dass ich euch dazugeholt habe, sonst wärt ihr bei der Tragödie nicht dabei gewesen. Das ist natürlich super ätzend. Rehe und Gaka sind sehr wichtige Mitglieder unserer Gemeinschaft. Oder waren es. Und da kann ich jetzt nur noch wenig tun. Naja, da hat die Erzählerin mal wieder gezeigt, was sie so alles kann. Von der Verwandtschaft von Graue und Gaka hätte ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich die Frage... Hat der Großonkel überlebt? Keine Beziehung? Auch nicht. Ex-Frau? Okay. Das ist Rere. Die hat sie nicht überlebt. Habe ich hier unten noch Opfer? Okay, Verlobter. Die nehmen wir mal mit. Oh, Herkules ist der... Herkules ist der Bruder von diesem da. Alles klar. Auch keine Beziehung. Sieht nicht so aus. Na gut, dann muss ich die Kolonie jetzt erstmal wieder erholen. Ich will eigentlich nicht ständig zurücksetzen, nur weil was nicht nach Plan läuft. Das ist Teil des Spiels, dass wir Verluste haben. Klar, um Rere und Gaka ist es jetzt extrem schade. Aber es ist hier auch kein God-Mode. Ich kann nicht jedes Mal die Zeit manipulieren, nur weil was nicht nach den Wünschen der Kolonie läuft. Oh, Junge. So, wie sieht's aus? Was lebt noch? Wir haben noch zwei Stiere und einige Kühe. Wenn die das überleben, haben wir eigentlich noch ganz gute Chancen, würde ich sagen. So, Dimitri ist unterwegs. Der sollte eigentlich... anfangen... Ja, so hart das jetzt klingt, aber... Leichen verbrennen. Chris liefert sich selbst ein. Vorbildlich.
Seltene Trumbos sind mir im Moment relativ egal. Das ist ein harter Rückschlag. Aber auch davon wird sich die Kolonie irgendwann erholen, hoffe ich. Wenn nicht, war das halt blöd. Kaninchen verbringt die Tage im Bett. Klar, die ist höllendeprimiert. Liegt ein bisschen daran, dass Gaka fehlt. Naja. Positiv ist, einige Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Küche ist so gut wie einsatzbereit. Da können wir eigentlich den Kram hier direkt umbauen. Das installieren wir mal hier. Den würde ich hier neu installieren. Das machen wir so. Die beiden reißen wir ab. Okay. Bei Gelegenheit sollte das dann anfangen. So, Chris ist immer noch im Krankenhaus, aber alles behandelt sollte gehen. Dimi liegt auch im Krankenhaus. Den hat es ganz schön übel mitgenommen, meine Güte. Leo läuft schon wieder durch die Gegend. Eiko, wie sieht es bei dir aus? Übel. Olli, das geht schon wieder. Der braucht nicht lang, dann ist er wieder fit. Pinky ist auch bald wieder richtig auf den Beinen. Na gut. Kaninchen verbringt die Tage putzend. Die ist natürlich richtig am Boden zerstört. Muss ich da eine extra Aufgabe machen, dass da Kolonisten verbrannt werden, nicht nur Leichen? Ist die Frage, ne? Sieht nicht so aus. Wird natürlich dauern, bis das tatsächlich umgesetzt wird, fürchte ich. Dimitri, der für sowas irgendwie verantwortlich ist, ist gerade taub. Auf beiden Ohren. Verdammt. Und liegt im Bett. Also so richtig gut vorankommen wir da noch nicht. Aber da Graue gerade unseren Operationssaal zusammenflickt, könnte man argumentieren, dass wir demnächst vielleicht Prothesen bauen können. Ja, sie läuft verwirrt umher. Das kann ich gut verstehen. Oh Mann. So, lass mal gucken. Bionisches Auge, bionische Arme, Herz, Magen, Ohr. Da bauen wir mal zwei bionische Ohren. Mal sehen, ob wir Dimitri wieder irgendwie zum Laufen kriegen. Und für die OP eingeteilt ist ein ziemlich deprimiertes Kaninchen, würde ich sagen. Das wird fantastisch. Ich kann mir kaum vorstellen, was da schief gehen kann. Ja. Mal gucken. Soweit, so gut. Die Kühe erholen sich wenigstens wieder. Das ist okay. Sind die hier? Die sind erlaubt, ja. Wenn wir die schlachten können, haben wir auf jeden Fall eine Menge Fleisch. Das hilft der Kolonie dann enorm. Auf lange Sicht gesehen. Ist nicht begraben. Ach komm, jetzt fange ich an, auch noch Leute kaputt zu machen, deswegen. Gibt's ja wohl nicht hier. Ich
Wer vorsichtig graue hat, brauchbare Waffen. Moment, du legst sie mit Pinky an. Vorsicht, Pinky ist ziemlich bewaffnet. Moment. Hatte Pinky nicht mal ein Schwert? Ich meine, im Moment bin ich froh, dass er kein Langschwert mehr hat, weil... Dann würde er Jackalope wahrscheinlich kaputt machen. Spitze. Ich meine, ich werde jetzt nicht noch einen Friedhof einrichten, meine Güte. Kein freier erreichbarer Lagerplatz. Das ist schlecht. Und für Rere wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Das heißt, wir richten erstmal Lagerort ein hier. Na, komm her. Und hier lagern wir Leichen. Und zwar nur die menschlichen. Alle. Sollte klappen. Und wahrscheinlich brauchen wir die Zone ein bisschen größer. Liegen schließlich zurzeit eine ganze Menge davon rum. Puh, da tragen wir alle Trauer. Nicole, wärst du so freundlich, Jackalope zu retten? War nicht so toll, was da gelaufen ist, aber wie sieht's eigentlich körperlich aus? Leidet natürlich noch am Rauchblattentzug. Auch nicht toll. Und die Tatsache, dass jetzt die Hälfte der Kolonie irgendwie verkrüppelt und tot ist, hilft uns nicht dabei, wenn es darum geht, die Kolonie zum Laufen zu kriegen. Gerade der Nahrungsmangel, das wird langsam immer drastischer. Wie sieht's aus mit unseren Huskies? Die sind noch unterwegs. Ich habe übrigens eine neue Zone eingerichtet. Die Husky-Welpen haben jetzt eine eigene Zone. Die bewegen sich nur noch hier im inneren Tal, in der Nähe ihres Schlafplatzes, wo die auch Futter haben und ein bisschen hier vorne. Ich will vermeiden, dass die einfach hier draußen irgendwo rumrennen, wo ihnen dann was passieren kann. Fantastisch. Ja, das hilft. Dimitri kann wieder laufen, das ist doch schön. Okay, Henry wird Gaka essen. Das finde ich nicht so fantastisch, aber... Ach nee. Okay, der Befehl wurde nicht schon, wird nicht von Henry ausgeführt, sondern Gakas Leichnam wird von Henry benutzt. Und dadurch sind alle anderen Sachen dann gerade nur noch eingeschränkt möglich. Alles klar. So, Ike hat keinen Wutanfall mehr, das ist schon mal gut. Hier drüben verrotten die Kühe, das ist nicht gut. Also im Moment geht wieder alles so ein bisschen den Berg runter, habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich daran ändern kann. Ich meine, theoretisch haben wir alle möglichen Sachen in Auftrag. Laufende Programme und so ein Zeug. Wie kommst du an Psychit? Was haben wir eigentlich gar nicht hier? Sollten wir nicht haben.
So, wir müssen irgendwie die Toten loswerden. Chris ist verwirrt. Sehr gut. Da bricht die Kolonie gerade arg zusammen. Dann schauen wir mal, dass irgendjemand vielleicht das Krematorium bedient und alles einäschert hier. In der Hoffnung, dass die Leichen dann verschwinden und dass dann alles wieder ein bisschen normaler wird hier. Oh Mann. Ja, Eduard, ich finde es ja alles ganz toll und so mit dem Hin- und Hertragen, aber eigentlich wäre es super, wenn die Leute dann auch noch die Aufgaben ausführen würden. Gut, das bisschen Feuer hat sich selbst gelöscht, Regen sei Dank. Ich habe jetzt gerade nicht auch noch die Kapazität, nach den ganzen Feuern zu gucken, manuell. Bin ja froh, dass wenigstens ein bisschen was automatisch klappt. So, Graue verbrennt die Leichen. Das ist schon mal ein Anfang. So, bleibt noch die Leiche von Rehe übrig. Und dann müssten alle Kolonisten angemessen behandelt worden sein. Ich glaube nicht an uns im Dreck verscharren. Oh, Junge. Bist du nicht vielleicht auch gelegentlich ein bisschen müde? Oh, Junge. Oh! Moment. Wir haben ihn gerade gezwungen, die Leiche seines eigenen Bruders zu verbrennen. Ich glaube, das wäre vielleicht eher eine Aufgabe für einen Psychopathen wie Zack. Ihm macht das vielleicht sogar noch Spaß. Dimitri hat genug von Psychit, okay? Da bleibt jetzt nur noch Rere übrig. Dann ist das hoffentlich auch erledigt. Die Laune der Leute steigt hoffentlich wieder ein bisschen. Die Huskies helfen zum Glück dabei, die Leichen zu transportieren. Das ist schon mal ein großer Anfang. Und dann können wir es wahrscheinlich gleich auch erweitern für tierische Leichen. Wobei dann diese wahrscheinlich auch verbrannt werden. Das will ich vermeiden. Zack kümmert sich um Rere, da bin ich dann mal gespannt. Ob dann zum Beispiel bei Kaninchen die Leiche nicht verbrannt Geschichte abnimmt. Und mit ein bisschen Glück erholen sich die Leute dann wieder. So, dann zeig mal. Kaninchen. Sehr unterernährt, auf dem Boden geschlafen, Ehemann starb. Okay. Gestörter Schlaf, ungemütlich, Kolonist gestorben, aber es steht nirgendwo mehr, dass Kolonisten nicht beerdigt wurden. In unserem Fall verbrannt. Das ist das, was wir machen können. Sie ist wahrscheinlich aus Erschöpfung da zusammengebrochen, weil eigentlich hat sie inzwischen das Bett hier oben. Da die Klimaanlage fertig ist, ist diese Unterkunft auch fertig und theoretisch sollte sie hier schlafen können. Kaninchen ist natürlich gerade ein sehr schlechtes Beispiel für einen geistigen Gesundheitszustand, sage ich mal. Sie hat es wirklich hart getroffen. Aiko auf der anderen Seite geht's vergleichsweise gut. Sie ist gut erholt. Sie hat sich richtig ausgetobt. Fantastisch. So, was haben wir hier noch? Leichter Nahrungsmangel, Prellung und Gedöns.
Pinky ist unterwegs. Jack ist noch unterwegs. Entzug 61%. Ich hoffe, dass das dann einigermaßen hinhaut, dass die Sucht dann weg ist. Kaninchen wird irgendwann auch wieder anfangen, die Gegend zu putzen. Hoffe ich. Was wir hier mal machen, wir stellen um auf Rosen, denn wie ihr gesagt habt, die Taglinien halten nicht lange. Und da ist dann eine ganze Menge Arbeit gebunden, hier ständig die Blumentöpfe zu erneuern. Schauen wir mal. So, Graue bastelt weiter an den Wänden, das finde ich eigentlich super. Ich fände es nur noch besser, wenn er die innere Wand hier reparieren würde. Dann sind wir wieder einigermaßen sicher aufgestellt. Dimi geht's wieder ausgezeichnet, was die Bedürfnisse angeht. So, dann haben wir als nächstes zwei große Probleme. Erstens Nahrung. Wir sollten mal dafür sorgen, dass ein bisschen mehr gebrutzelt wird, aber wie ihr seht, laufen die Kocher und eine Menge Köche sind bei der Arbeit. Machen wir mal so. Nächstes Problem, Strom. Wir haben derzeit einfach zu wenig Strom und es ist immer irgendwo was aus. Dadurch fehlt Licht, dadurch fehlt Kapazität. Insgesamt ist es derzeit einfach zu wenig. Dementsprechend müssen wir da demnächst noch ein bisschen aufrüsten. Ich bin ernsthaft im Überlegen, die Solaranlage noch ein bisschen zu erweitern. Geothermie können wir nicht mehr viel machen. Da haben wir nur noch ein bisschen was außerhalb des Lagers. Das möchte ich aber eigentlich nicht machen. Wobei, mal davon abgesehen, dass ich es gerade nicht finde. Wir hatten doch irgendwann mal noch Geothermie. Hier draußen hätten wir noch was. Dann einfach ein Kabel legen zu diesem Ring. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass Angreifer auf das Ding losgehen. Und das gibt uns in der Basis ein bisschen mehr Zeit. Ich denke, das wäre als kurzfristige Lösung vielleicht sogar ziemlich clever. Hier ähnlich. Könnte man da noch ein bisschen Geothermie hinmachen? Und einfach Kabel hier ranlegen und fertig ist das. Und dazu dann bitte mal eure Meinung in die Kommentare. Sollen wir da noch ein bisschen was basteln mit Geothermie oder soll ich die Solaranlagen erweitern? Da haben wir hier eventuell noch ein bisschen Platz und hier oben noch ein bisschen, um es reinzuquetschen. Die Solaranlagen machen, glaube ich, 1300 Watt maximal. Und diese Dinger 3600. Wäre also an sich effizienter. Und die laufen rund um die Uhr. Die Dinger laufen nur tagsüber. Wobei ich bei den 1300 nicht ganz sicher bin. Nagelt mich mal nicht darauf fest. Jetzt mal gucken. Steht hier was dabei? Erstmal nicht, aber irgendwann geht die Sonne wieder auf und dann schauen wir mal danach. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, Solaranlagen oder Geothermie von außerhalb reinführen, baue ich das dann in der nächsten Episode auf. Und wir schauen in der nächsten Episode auch mal, wie es aussieht mit Arbeiten. Wir haben jetzt schließlich zwei wichtige Kolonisten verloren. Gaka war zwar nicht der Einzige, der Bergbau gemacht hat, aber ich glaube, er hat es am aktivsten betrieben. Und irgendwo hatten wir, hier haben wir einen Tiefenbohrer, der organisiert wieder Stahl. Den habe ich offscreen versetzt von hier oben, wo es Plaststahl war, wieder hier runter. Da können wir mal schauen. Und ein Handelsschiff mit exotischen Gütern. Ich würde sagen, da gucken wir gleich danach. Chris ist verletzt, ist vielleicht nicht ganz optimal. Hatten wir nicht noch einen anderen, der sozial ein bisschen was konnte? Du nicht. 6 ist auch nicht optimal. Heiko, Müll, er nicht. Leo, auch nicht. Eduard, das tut mir sehr leid, dass ich dich jetzt wecken muss, aber Sozial 11 ist, glaube ich, das Beste, was wir hier kurzfristig mal kriegen.
und ich wäre bereit, so ziemlich alles zu verkaufen für den KI-Kern. Dann lass mal gucken. Eine Boomratte, Männchen, Weibchen, Rohjunge. 5 Bauteile, die würde ich eigentlich ganz gern mitnehmen. Ein Herz, Armprothese, bionisches Bein, alles klar. Arkotech-Bein, auch nicht schlecht. Ansonsten sieht es im Moment nicht so aus, als wäre da was dabei, was ich unbedingt haben möchte. Leider. Dann lassen wir es mal mit den Bauteilen gut sein. Soweit, so gut. Schade, dass kein KI-Kern dabei war. Das hätte uns arg weitergebracht. Dann könnten wir mit dem Schiff anfangen. Aber wir wussten, sobald ich über 14 Kolonisten gehe, hat die Erzählerin darauf abgesehen, die Leute zu erledigen. Garka und Rere sind von Anfang an dabei. Jetzt haben wir nur noch Kaninchen und Graue aus dem ursprünglichen Team. Dementsprechend mache ich mir ein bisschen Sorgen um die beiden. Schauen wir mal, wie das wird in der nächsten Episode. Bis dahin dann. Macht's gut. Hallo, Jan Steif. Ciao, Freunde.